So, dieses Gewächshaus Naruti 3, das war gestern meine Aufgabe. Ich habe gestern hier die Riesenfilter installiert und Pumpen angeschlossen, die Sicherung reingebaut, das Ganze verkabelt. Der zweite Teil haut man auf die Sicherung raus, weiß nicht warum. Aber ich denke, die Sicherung, die er hier vorgesehen hat, ist einfach ein Stück weit zu schwach. Die eine kann ich austauschen, da habe ich heute noch eine Reservetür gefunden. Die andere muss ich erstmal so weiterlaufen lassen. In den Häusern sind jetzt zurzeit nur die männlichen Fische untergebracht, die eventuell mal zur Zucht eingesetzt werden. Wir sind auch ein paar Tiere dabei, die sich über den Sommer über entfärbt haben vom Rot her. Ich denke, die werden auch aussortiert. Aber so richtig tolle Fische kann man zurzeit halt leider nicht in großer Stückzahl sehen. Die besten, die allerbesten, die später mal Champion werden, ja, die sind noch hier. Wo es wirklich zu gefährlich ist, die Fische rauszusetzen in die Naturteiche. Diese richtig, richtigen High-End-Fische, die sind noch da, aber wie viele sind das? Eine Handvoll. Und was noch hier ist, sind halt die männlichen Tiere. Ja, und zu meinem Erstaunen auch die ganz großen Weiber, die ganz großen Fischfische sind auch noch hier. Diese männlichen Tiere hier haben zum Teil eine Hautqualität, ein Weiß und ein Rot und ein Schwarz dabei in einem Kontrast, in einer Abgrenzung. Dass du wirklich meinst, hättest du so ein bemaltes Porzellankeu von einer Keuschau vor dir. Es ist wirklich unglaublich, was die Tiere jetzt in der Jahreszeit bei dem klaren Wasser für einen Kontrast aufgebaut haben. Und es sind männliche Tiere mit einem super, super weißen Kopf. Wie ich sage, die frisches Porzellan, ganz, ganz tolle Fische. Hier in dem Becken sind auch ein paar, wie soll ich nennen, Ausrutscher drin, so ein bisschen Organe Ossibar, so ein bisschen Vorformen, sage ich mal, von einem Tipo Corujo. Das habe ich letztes Mal bei Marusai gesehen, dass ich Marusai da auch probiert, Tipo Corujo zu verfahren mit, ich glaube, Kumon Rio, und dann kam auch so eine Zwischenstufe raus, so ein Bastard, der so einen silbergrauen Untergrund hatte mit gelber Zeichnung drauf. Das war eine super, super Körperform. Ja, mein Körper gerade zu Ende. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitgehört habt. Ich hatte gerade erzählt, dass wir gestern draußen waren, um Kawarimono-Teiche abzuernten. Wir haben vier Teiche abgeerntet. Die waren so zwischen 500 und 100 Quadratmeter groß.
Und in jedem waren aber nur ganz wenige Fische drin, vielleicht. In dem großen vielleicht 50 und in dem ganz kleinen vielleicht 40, 30, irgendwie sowas. Also ganz, ganz geringe Stückzahlen. Und die Tiere waren auch absolut nicht von überzeugender Qualität. Die waren sehr, ja, sehr verwaschen, sehr schattig, sehr, auch von der Körperform her nicht wirklich gut. Es war ein wirklich hässliches Kabarimono, wo ich sagen muss, da kann Marusai 10-mal mehr. Die Tiere sehen viel, viel ausgewogener aus und ich denke, die sind auch einfach von einer viel, viel besseren Qualität. Wo man halt auch einfach sagen muss, ja, dass sich so gewisse Farmen spezialisiert haben, wie jetzt Dainichi eigentlich sich spezialisiert hat auf so Sanke-Varianten. Das macht schon Sinn und wie wenig die Züchter hier rechts und links gucken, das erstaunt mich immer wieder. Also dass zum Beispiel jemand wie Torazo, wie Tsuyoshi Kawakami, versucht zwar Shoba zu züchten, aber überhaupt keine Ahnung hat, wie er die zu sortieren hat und auch nicht sagt, naja, ich gehe einfach mal fragen oder ich gehe mal auf einen anderen Züchter zu. Obwohl diese Gemeinschaft der Züchter, diese Shinkokai eigentlich unheimlich gut funktioniert. Ja? Die Jungs haben einmal im Monat, zweimal im Monat ein Treffen. Die sind auch so im Umgang miteinander sehr freundlich. Da ist auch kein Konkurrenzdenken da. Wenn du eine Frage hast, welcher Züchter macht denn schöne Fische in der Sorte, in der Variante, ja, geh da mal hin, ich stell dir mal den vor, komm mal mit dorthin, ich habe da eine Idee, red mal mit dem darüber. Also die geben sich auch untereinander immer wieder die Klinke in die Hand und verweisen sich als Kunden, geh mal zu dem, der hat schöne Fische, geh mal dahin, ich habe da was Tolles gesehen. Da ist kein Konkurrenzdenken da, aber dass man dann bei der Zucht mal auf einen anderen Züchter zugeht und sagt, du, ich habe versucht, sowas zu züchten, hat letztes Jahr nicht geklappt, kannst du mir mal zeigen, wie du sortierst, wo legst du Wert drauf, das scheint dann wiederum nicht zu funktionieren. Halt höchstens in den jungen Jahren, wenn sie ihre Kiddies dann praktisch zu einem anderen Züchter in die Lehre schicken oder sowas, das ist okay, aber da wird halt auch ein langer Aufenthalt, sehr viel Arbeit getauscht gegen ein gewisses Know-how. Also wenn du hier bei Dainichi Koi Farm heute deine Lehre bestreiten möchtest, früher musst du dich für 3 Jahre verpflichten, mittlerweile sind wir bei 6 Jahren, die du dich verpflichten musst, um hier in ein Ausbildungsverhältnis reingehen zu können. Also man sagt dann schon, wenn du mein Wissen haben willst, dann musst du eben auch entsprechend was von dir geben. Und ähnlich ist auch mein Aufenthalt hier zu sehen. Ja, ich kann auch nicht jeden Tag die Kamera in die Hand nehmen und jeden Tag hier mit euch rumlaufen und filmen und die Drohne fliegen lassen und so weiter. Sondern ich muss halt auch wirklich zusehen, dass ich hier auch Arbeitszeit und Kraft und alles investiere, auch mal mich in so ein Becken reinstelle, auch mal mit dem Hochdruckreiniger so eine Anlage sauber mache oder wie gestern hier die Riesenfilter installiere. Was jetzt nicht so viel mit dem Koi zu tun hat, wo ich sagen würde, ja, das kann ich zu Hause bei mir in der Anlage ganz genauso machen. Aber auch das hat eben damit zu tun, okay, du willst Wissen von mir haben, was gibst du mir, was bringst du mir dafür ein? Und das sieht man auch nicht unbedingt so sehr den Händler, dass man jetzt sagt, okay, du bist Händler, du willst dein Geld mit meinen Fischen verdienen, ich mache jetzt darauf aufmerksam, wo die Fluchtpunkte liegen, was meine Fische so drauf haben, was sie können. Das hat dann hiermit, mit dieser Lehrphase, echt wenig zu tun. Ob du jetzt hier in den letzten Jahren 500.000 Euro liegen hast lassen oder 50.000, das ist gerade mal egal, denke ich.